Ja, ich begrüße Sie zu der Vorlesung über existenzielle Psychotherapie. Jetzt heute, für diese Woche. Das ist einer meiner Schwerpunkte, was ich ja schon mal erläutert habe. Und ich habe da viel zu viel Material für. Auch dieses Handout ist viel umfangreicher als das, was ich jetzt hier heute erzählen kann und will. Wir werden uns jetzt auf die oberen Punkte beschränken. Ich will erstmal so eine Einführung geben in die Grundlagen natürlich, wo das herkommt. Und dann vor allem das hier, existenzielle Therapie, existenzielles Denken als Grundhaltung darstellen. Denn das ist das, worum es mir hier eigentlich im Wesentlichen geht, zu erläutern, inwiefern man hier seine eigene Art und Weise, wie man dem Menschen und der Welt begegnet, inwiefern man die hier bereichern kann durch existenzielle Aspekte. Von diesen Grundthemen, mit denen existenzielle Therapeuten sich befassen, da werden wir nur das erste anschauen, die Sterblichkeit. Mehr ist einfach zeitlich nicht möglich. Es würde viel zu lange dauern. Da bitte ich Sie aber dann darum, sich das in Eigenarbeit, in Eigenregie zu erarbeiten und dann halt dazu dann mit in die Diskussion zu kommen. Jetzt aber erstmal zu den Ursprüngen. Das hier ist Ludwig Binswanger, einer der ersten existenziellen Therapeuten, Schweizer Psychiater, der einen Ansatz gegründet hat, der Daseinsanalyse hieß. Und Sie sehen hier Freundschaft mit Freud. Er war mit Freud befreundet, hatte aber auch, wie viele andere, die mit Freud befreundet waren, einige Probleme mit ihm. Und das dokumentiert ganz gut, in welchem ja, Fahrwasser sozusagen existenzielles Denken entstanden ist. Nämlich, wie Sie hier sehen können, Kritik an der Oberflächlichkeit, an der Mechanik, an dem mechanistischen Weltbild der Psychoanalyse der frühen. Das hat mehrere Leute sehr abgeschreckt, so wie eben auch Binswanger, der Freud da auch den Vorwurf gemacht hat, dass der quasi den Menschen wie eine Maschine begriffen hat, wie eine Dampfmaschine sozusagen, wo Druck entsteht und dann kann man kausal alles erklären, was nach hinten raus passiert. Und das hat Binswanger nicht überzeugt und schien ihm eben gerade auch im therapeutischen Kontakt sehr, sehr ungünstig zu sein. Und deswegen ist er weg vom Kausalerklären hin zum Verstehen, eher ein hermeneutischer Zugang, den Menschen verstehen wollen, anderen begegnen und eben auch auf Augenhöhe begegnen, in einem liebenden Miteinander, einer Existenz, wo eben der eine Mensch dem anderen begegnet. Das ist sozusagen sein Ziel gewesen. Und da sieht man schon oder hört man schon auch heraus, warum existenzielle Therapie von vielen so in die humanistischen Therapieverfahren eingereiht wird, weil sie hier schon mitbekommen, dass es um ein besonders positiv getöntes Menschen- und Weltbild geht. Ins selbe Horn sozusagen tutet Medard Boss. Der war in Analyse bei Freud und das Stichwort Entlarvungswut deutet schon etwas an, was Medard Boss da so erlebt hat. Davon war er relativ erschüttert, dass er den Eindruck hatte, Freud hat insbesondere ganz starkes Motiv hinter scheinbar harmlosem immer noch irgendwie eine neue Schrecklichkeit hervorzuzerren und das eben immer sexuell getönt, ja, immer mit Libido-Energie ausgestattet. In einer kleinen Anekdote, die ich habe vor vielen Jahren in einem psychoanalytischen Buch mal gelesen, eine psychoanalytische Deutung für Tiefschneefahren. Tiefschneefahren eben, wenn Sie besonders darauf abfahren, auf frisch gefallenem Schnee abzufahren. Also wirklich so, ja, dann tiefer Schnee und um Sie herum fliegt's nur so nach links und rechts weg. Ja, und tiefenpsychologisch, psychoanalytisch gedeutet ist Tiefschneefahren ein sogenannter sublimierter Deflorationstrieb, also sublimiert, veredelt, abgekoppelt von dem, was es ursprünglich eigentlich bedeutet und jetzt in dem harmlosen Mäntelchen der sportlichen Betätigung erscheinend, aber in Wirklichkeit einfach nur Deflorationstrieb, also Jungfrauen entjungfern.
Ja, ich weiß nicht, ob es auch Frauen gibt, die Tiefschnee fahren. Freud wusste das wahrscheinlich auch nicht. Ein Punkt, der spannend ist, ist, dass Medard Boss schon ziemlich früh das Konzept Gelassenheit auch in den Mittelpunkt seiner Arbeit gestellt hat und sich genau diesen Gedanken zu eigen gemacht hat, dass sehr viel menschliches Elend davon herrührt, dass Menschen versuchen, Dinge zu kontrollieren, die sie nicht kontrollieren können. Im Grunde genommen hat er damit schon ziemlich früh diese ganze Akzeptanzwelle vorweggenommen, die ja dann letztlich so ganz besonders stark die dritte Welle der Verhaltenstherapie ausgelöst hat und über die wir noch sprechen werden. Und was auch noch spannend ist, ist, dass es bei Medard Boss auch ein starkes Interesse an der Traumdeutung gab, was ja sowieso in der tiefen Psychologie, Psychoanalyse eine ganz wichtige Technik ist, die Traumdeutung, der Königsweg zum Unbewussten. Das Buch Die Traumdeutung ist auch das zentrale Buch, also die wichtigste Schrift von Sigmund Freud. Aber die Traumdeutung in der psychoanalytischen Schule, die funktioniert eben sehr symbolorientiert. Also da ist nichts das, was es scheinbar ist, sondern alles, was im Traum passiert, ist Symbolik, die hinweist auf irgendwelche Verdrängungsprozesse, zum Beispiel auf verdrängte Inhalte. Und für Boss hat sich im Traum einfach nur das Welt- und Werterleben der Person geäußert und so hat er den Traum dann auch interpretiert. Also in einer viel wohlwollenderen, nicht irgendwie herabziehenden Art und Weise. Das war so die Grundidee bei Boss. Ja, und was Sie sehen können, ist also sozusagen der Nährboden, in dem existenzielles Denken entstanden ist, war schon der psychoanalytische Nährboden, aber dann eben in einer Abgrenzung, in einer Absetzung dazu und davon. Also weg vom psychoanalytischen Reduktionismus, vom Runterziehen auf Triebtheorien, auf Verdrängungsmechanismen, auch weg vom Pathologisieren, was die frühe Psychoanalyse stark ausgezeichnet hat. Und hin zu eher der Akzeptanz wirklich auch wahrer, hochzeigender Phänomene, einer ganzheitlichen Sicht des Menschen, auch seiner höheren Bestrebungen, die für wahrzunehmen und sie nicht nur für einen Abklatsch und für eine Verfärbung von irgendwas Niederem zu halten. Und genau das macht auch moderne Vertreter und Vertreterinnen der existenziellen Psychotherapie aus. Ich habe hier mal vier Namen mitgenommen. Emmy van Deursen, das ist die jüngste von denen, die existenzielle Psychotherapie vertritt. Und sie ist besonders, also aus meiner Sicht jedenfalls, ist sie besonders relevant für diesen Aspekt der Grundhaltung. Rollo May und Irvin Yalom, das sind zwei Amerikaner. Irvin Yalom ist der berühmteste und bekannteste existenzielle Psychotherapeut. Das ist der hier, ja, das ist Irvin Yalom. Das ist Rollo May. Rollo May war amerikanischer Psychologe. Irvin Yalom, der lebt noch, ist auch ein amerikanischer Psychiater. Und mit Sicherheit haben Sie schon mal ein Buch von Irvin Yalom in der Hand gehabt oder zumindest mal sind Sie in der Bücherei daran vorbeigelaufen. Also der ist hier sicher der bekannteste und auch sehr, sehr, sehr lesenswert. Ist auch ganz vieles von ihm auf Deutsch übersetzt worden. Und da können Sie sowohl die Romane als auch die Fachbücher mit großem Gewinn lesen. Und dann zum guten Schluss noch Viktor Frankl, der einzige Deutschsprachige aus der Reihe hier, ein Österreicher, war das österreichischer Psychiater, der für die Logotherapie und Existenzanalyse gerade steht, sozusagen, der das entwickelt hat. Und das habe ich auch in meiner Vorstellungsvorlesung ja kurz differenziert. Logotherapie nicht zu verwechseln mit Logopädie. Logopädie ist Sprachheilkunde. Logotherapie ist eine Psychotherapieform, die eben als zentrales Moment den Sinn innen drin, mittendrin hat. Schauen Sie in die vertiefenden Folien rein, da finden Sie dazu sehr viel Inhalt. Ich will jetzt hier aber so versuchen, mit Ihnen einzukreisen, was diese Grundhaltung ausmacht. Was also, ohne jetzt schon auf ein spezifisches Phänomen einzugehen, was so das existenzielle Denken prinzipiell kennzeichnet.
Und Emmy van Deursen bringt sie auf den Punkt. Dieses Zitat aus einem schon älteren Buch, aber heute auch meiner Meinung nach immer noch genauso gültig. Der existenzielle Ansatz versucht nicht, eine spezifische Technik- oder Therapieschule zu sein, vielmehr strebt er eine alternative Sicht der Welt und des Menschen an. Also genau das, was ich vorhin schon versucht habe anzudeuten. Es geht hier um die Grundhaltung, wie der Mensch gesehen wird, wie das Leben gesehen wird, wie die Welt gesehen wird. Und Jean-Paul Sartre, das ist einer der wichtigen Philosophen. Sartre war natürlich kein Psychotherapeut, hatte mit Psychologie letztlich so nichts am Hut. Aber er ist eine der ganz wesentlichen Figuren der französischen Existenzphilosophie. Und Emmy van Deursen hat auch Sartre intensiv studiert und existenzielle philosophische Themen, die finden sich natürlich auch in der existenziellen Psychotherapie überall. Und dieser Spruch, der wird ihm zwar zugeschrieben, ich konnte ihn nicht finden, aber er passt sehr, sehr gut. Deswegen habe ich ihn ja auch reingenommen. Alles hat man herausgefunden, nur nicht, wie man lebt. Das deutet es an, worum es eigentlich beim existenziellen Denken geht, nämlich eine Frage, wie lebt man ein gelungenes oder gelingendes Leben? Wie praktiziert man eine funktionierende Lebenskunst? Und in dieser Sicht versucht existenzielle Therapie eine Einsicht ins Leben zu geben und aus dieser Einsicht heraus dann ein kraftvolles Leben zu entwickeln. Und das ist auch die Aufgabe von therapeutischen und beraterischen Personen, dass die Klienten, Klientinnen, mit denen sie arbeiten, zu einer ehrlichen Auseinandersetzung und Untersuchung ihrer eigenen Bedingungen anleiten. Und das in einem radikalen Realitätsbezug. Das ist das zentral Wichtige hier. Die ernsthafte Analyse der menschlichen Bedingungen kann nicht übersehen, dass es genauso Grenzen und Zwänge wie auch Freiheiten gibt. Das heißt, existenzielles Denken beinhaltet, dass wir auf menschliches Leben so schauen, dass es Schicksal gibt, zum Beispiel Dinge, die wir nicht gewählt haben, Dinge, die wir nicht haben wollten, gegen die wir uns aber nicht wehren können. Das sind Teile unserer Begrenzung, dass es darin aber eben auch Freiheit gibt, also Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, etwas wirklich anders zu machen, und damit auch Verantwortung zu übernehmen. Und das ist, wie Lebenskunst hier aus existenzieller Sicht gemeint ist. Dass man die Herausforderungen des Lebens wirklich annimmt, anpackt, dass man kluge Unterscheidungen trifft und sich quasi vor den Herausforderungen nicht versteckt, sich aber auch nicht irgendwie einredet, dass immer alles möglich sein muss. Ja? Also an ganz vielen Stellen werden Sie das sehen, das werde ich auch noch oft verkörpern, dass der existenzielle Therapeut mit seinem Denken und seiner Haltung oft so in der Mitte ist. Ja? Quasi sehr oft eine mittlere Position einnimmt, wie auch hier zwischen Schicksal und Freiheit keinen Extrempunkt vertritt. In diesem Sinne geht existenzielle Arbeit mit einem Klienten, mit einer Klientin immer damit los, dass ich erstmal die Glaubenssätze, Werte, Einstellungen, Normen, Bestimmungsgrößen des Lebens der Person kennen muss. Beratung und Therapie können immer nur systemimmanent funktionieren. Das heißt, innerhalb des Systems unserer Leute, mit denen wir arbeiten, dazu müssen wir die erstmal kennen. Das heißt, es ist ganz zentral wichtig, zum Beispiel zu wissen, ob ein Mensch einen Glauben hat oder nicht. Und als Berater ist es nicht meine Aufgabe, einem Menschen, der keinen Glauben hat, einen zu geben oder einem, der einen Glauben hat, seinen Glauben auszureden. Wir haben unsere Perspektive, die behalten wir aber im Regelfall für uns. Zumindest mal verwenden wir die nicht irgendwie in einem Sinne von Sendungsbewusstsein oder so, dass wir die jetzt unserem Klienten überpfropfen müssen. Ein ganz wichtiges Wort im existenziellen Kontext ist Paradoxie. Paradoxie soll andeuten, dass es im menschlichen Leben immer wieder entsteht, dass wir zwischen Extremen uns wiederfinden. Wir wollen alle leben, wir müssen aber alle sterben. Wir wollen die Kontrolle über die Dinge, aber oft ist Kontrolle nur eine Illusion und so weiter. Das heißt, eine Paradoxie beschreibt einen unauflösbaren Widerspruch zwischen verschiedenen Gegebenheiten der Existenz. Und unauflösbar heißt hier eben auch, dass es dafür keine Lösung gibt. Man kann nur eine Haltung einnehmen
zu einem Sachverhalt, den man als Paradox erkannt hat. Man kann ihn aber nicht auflösen, wegkriegen, beenden, irgendwie überwinden, sondern höchstens in einer veränderten Haltung kann sich dann ein mehr oder weniger gewinnbringender Umgang mit einer Paradoxie ergeben. Und das ist hier das Ziel. Dazu gehört dann auch, dass wir versuchen, kein Second-Hand-Life zu leben. Also kein Leben aus zweiter Hand, kein unauthentisches Leben. Authentizität, das ist hier eigentlich das Stichwort. Dass man also nicht nach nur übernommenen Werten und Normen lebt, die man, was weiß ich, von Eltern oder Gesellschaft oder sonst wem genommen hat, sondern dass man die Grundpfeiler des eigenen Lebens wirklich gründlich untersucht und sie sich zu eigen macht. Und die, die man nicht sich zu eigen machen kann, dass man die rauswirft. Das aber alles in radikalem Realitätsbezug, wie schon gesagt. Hier ein Zitat von Yalom. Ich glaube, dass die Illusion, so tröstlich sie auch gelegentlich sein mag, letztlich immer zur Schwächung und Einengung des Geistes führt. Also das war wirklich sein Credo in der Therapie. Weg mit den Illusionen, such nach der Wahrheit, stell dich dem, was die Existenz für dich bereithält und entwirf dich selbst in diesem ganzen Durcheinander dann wirklich so kraftvoll, wie du kannst. Interessant ist aus der logotherapeutischen Schule und völlig dazu passend eine Unterscheidung von vier krisenträchtigen personalen Haltungen, die Sie hier sehen können. Das ist aus einem Buch von Elisabeth Lukas, Psychologische Vorsorge. Also vier Haltungen, die nicht an sich jetzt für psychische Krankheiten oder so stehen, sondern die es so bei uns allen geben kann und die letztlich zum Elend führen. Übermäßiges vermeiden wollen, ankämpfen, erzwingen wollen oder auch reflektieren. Also alle diese Dinge an sich sind nicht schlimm oder schlecht, aber wenn sie im Übermaß geschehen, dann wird es schwierig. Wenn ich auf jeden Fall vermeiden will, dass was Unangenehmes passiert, zum Beispiel Schmerz, dann werde ich auf jeden Fall Schiffbruch erleiden, weil Unannehmlichkeiten wie zum Beispiel Schmerzen gehören zum Leben. Wenn ich übermäßig gegen irgendetwas, zum Beispiel an mir selber, ankämpfe, wenn ich unbedingt ausmerzen will, dass ich diese oder jene Schwäche habe, werde ich auch scheitern, weil Schwächen gehören zum Menschen. Wenn ich irgendwas erzwingen will, ja, wenn ich irgendwas unbedingt haben will in meinem Leben, was mir aber nicht gegeben ist oder gegeben wird, werde ich verzweifeln dabei. Das kennen Sie alle super gut aus der Situation, zum Beispiel vor einer wichtigen Prüfung unbedingt einschlafen zu wollen. Es gibt nichts, was ein Einschlafen wirksamer verhindert, als der totale Vorsatz, jetzt sofort einschlafen zu wollen. Und auch übermäßige Selbstreflexion ist nicht günstig. Wenn Sie zu viel Zeit damit verbringen, über sich selbst nachzudenken, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie in dieser ständigen Bauchnabelbespiegelung irgendwann auch wirklich mit Symptomen reagieren und sich nicht mehr wohl mit sich fühlen. Also Selbstreflexion ist gut, aber wie fast alles andere im Leben auch, gibt es hier ein zu viel. Machen Sie es nicht zu häufig und zu tief und zu ausdauernd. Hier habe ich ein Zitat von Rollo May mitgebracht, was auch nochmal so diese Grundhaltung kennzeichnen soll. Und wo Sie sehen können, dass sich Rollo May hier gegen jede Form von Reduktionismus wendet. Sowohl Reduktionismus aus verhaltenstherapeutischer Ecke, als auch Reduktionismus aus psychoanalytischer Ecke. Ja, gegen alle Arten von Reduktionismus wendet er sich. Er möchte quasi uns alle, die therapeutische Gemeinschaft, Rollo May war selber auch Therapeut, Psychoanalytiker, lädt uns alle dazu ein, dass wir uns wirklich tief mit dem menschlichen Wesen und dem, was einen Menschen ausmacht, befassen. Dieses Buch, was Sie hier sehen können, Sich selbst entdecken, so schrecklich dieser Titel auch ist, weil er so nach billigster Selbsthilfe-Klatsche sich anhört. Dieses Buch ist wirklich großartig, sehr dünn, sehr klein. Also wenn Sie nicht viel Zeit zum Lesen haben, aber irgendwie auf den Geschmack kommen, dann kann ich Ihnen dieses Buch wärmstens empfehlen. Da werden Sie sehr viele weise Gedanken finden. Ja. Jetzt gibt es natürlich ja dieses Stichwort existenzielle Psychotherapie, das womit die sich vor allem befassen und was vor allem dann Erwin Yalom adoptiert hat für sich, sind die sogenannten Existenzialien.
Existenzialien, das ist ein Begriff von Heidegger, Martin Heidegger, der Name ist vorhin auch schon mal aufgetaucht. Medard Boss war mit dem befreundet. Und Heidegger ist jetzt einer der wichtigsten deutschen Philosophen gewesen, eine hochumstrittene Gestalt, hat auch im Nationalsozialismus keine tolle Rolle gespielt, aber trotzdem hat er im Bereich der Philosophie sehr, sehr, sehr viele wichtige Dinge geschrieben und Grundlagen gelegt. Und eines davon, das ist eben dieser Begriff der Existenzialien, womit er sogenannte fundamental-ontologische Wesensmerkmale des Seins beschreibt. Fundamental-ontologisch bedeutet also prinzipiell und grundsätzlich zum Seienden gehörend und nicht weiter hinterfragbar. Dahinter ist nichts mehr. Ja, zum Beispiel der Tod, das ist ein letztes Ding, es ist unausweichlich und dahinter kann ich nicht noch weiter nach dem Nächsten suchen, sondern da ist sozusagen wirklich ein letztes erreicht. Und hier kann man eben nicht mehr lösen und beseitigen, sondern nur noch sich mit auseinandersetzen. Und für die existenzielle Psychotherapie hat Erwin Jalom vier zentrale Existenzialien formuliert, die vorhin auch schon auf der ersten Folie zu sehen waren. Nämlich hier diese vier: Freiheit, Isolation, Sinn oder Sinnlosigkeit. Warum ich hier von Sinnlosigkeit spreche und auf manchen anderen Folien Sinn steht, dazu bitte ich Sie, im Handout tiefer hineinzugraben und sich bis zum Sinn und Sinnlosigkeit vorzuarbeiten und sich dabei die Unterscheidung zwischen objektivem und subjektivem Sinn anzuschauen. Dann werden Sie das verstehen, worum es hier geht. Ja, und eben der Tod, die Sterblichkeit als das wichtigste, zentrale, grundlegende Existenzial für Erwin Jalom. Für ihn hat sich alles um Tod und Sterben gedreht oder tut es auch noch, während eben bei Viktor Frankl der Sinn das zentrale Ding gewesen ist. Und ich will jetzt exemplarisch noch ein bisschen auf Tod und Sterben eingehen. Was hier nützlich sein kann, ist dazu eine praktische Übung zu machen. Die können Sie jetzt mal machen. Ich mache die auch sehr gerne in Workshops, manchmal auch wirklich mit Patienten, dass man eine Linie auf dem Blatt Papier zeichnet. Das linke Ende der Linie ist die eigene Geburt. Da können Sie auch die Jahreszahl ranschreiben. Das rechte Ende steht für Ihren Tod, der irgendwann in der Zukunft kommen wird. Sie wissen noch nicht wann. Dann meditieren Sie die Linie an und machen ein Kreuz auf die Stelle, wo Sie glauben, dass Sie jetzt gerade heute sind. Und dann schauen Sie das wiederum eine Zeit lang an und schauen, was in Ihnen passiert. Und ich mache das, wie gesagt, gerne dafür, dann etwas Zeit einzuräumen, dass man dem wirklich mal nachspüren kann, was da jetzt passiert. Man hat links seine Geburt, rechts seinen vermuteten Tod, wann auch immer der irgendwann sein mag, dazwischen irgendwo das Kreuz, wo man sich jetzt befindet. Bei den Jüngeren von Ihnen natürlich weiter links, bei den Älteren, wie mir selber, weiter rechts. Und dann zu schauen und sich auseinanderzusetzen mit dem, was passiert. Wenn Sie das machen möchten, sind Sie wirklich herzlich dazu eingeladen, dann pausieren Sie jetzt einfach und machen die Übung. Und herzlich gerne können Sie natürlich auch dazu die Erkenntnisse ins Diskussionsforum schreiben. Zukunftsprojektionen, das ist eine andere schöne Übung, die man machen kann. Da versetzt man die Leute in einen etwas entspannteren Zustand. Das haben Sie jetzt in den Achtsamkeitseinheiten schon gelernt, wie das geht. Da geht man noch nicht so tief runter, aber in so einem leicht entspannten Zustand gibt man dann eine Zukunftsinstruktion in Richtung, jetzt stell dir vor, es ist 10 Jahre später, wir haben jetzt 2030 und du bist 10 Jahre älter geworden und schaust jetzt, ja, es ist der 5. April 2030, du stehst morgens auf, schaust in den Spiegel. Wer schaut da zu dir zurück? Was ist mit dem Menschen passiert, der dich da jetzt anschaut? Ja, solche Übungen macht man da, um herauszufinden, was die Leute für Zukunftsfantasien haben, was sie für Entwicklungsideen haben. Und die radikalste Version der Zukunftsprojektion, die man machen kann, auch das können Sie mit sich selbst mal machen, wenn Sie möchten, ist die sogenannte Grabsteinübung. Da stellen Sie sich vor, dass Sie gestorben sind und dass Sie aber bei Ihrer eigenen Beerdigung dabei sein können, unsichtbar natürlich, nur als Geist meinetwegen.
und dass sie dabei zuhören, was die Leute bei ihrer Beerdigung so über sie sagen. Ja, der ist ein Mensch gewesen, der im Leben war ihr am wichtigsten das und so weiter. Ja, und dann einfach mal schauen, was sich daraus ergibt. Wenn Sie es probieren, werden Sie merken, was das alles so auslöst und inwiefern da interessante Dinge hochkommen, die einen auf eine spannende Art und Weise mit Tod und Sterben in Berührung bringen können. Warum das für den Yalom so wichtig ist, er geht davon aus, dass Tod und Sterben wirklich für alle Menschen natürlich real sind und auch als ursprüngliche Quelle von Angst und damit häufig Psychopathologie verstanden werden können. Das ist irgendwie auch naheliegend. Warum haben wir Angst? Wenn wir nicht sterben könnten, dann bräuchten wir auch keine Angst haben. Wenn unser Körper nicht verletzlich wäre, dann bräuchten wir keine Angst haben. Angst richtet sich basal gesehen immer darauf, dass irgendwie eine Gefahr droht. Und wenn man mit Tod und Sterben und Sterblichkeit nicht besonders günstig umgeht, dann kann es zu problematischen Mechanismen kommen. Zum Beispiel mit einem wirklich auch vor der Sterblichkeit wegrennen, pfeifen im Walde, das nicht sehen wollen und so weiter und so weiter. Und Yalom versucht daran zu erinnern, dass das so nicht funktioniert, dass Sterben und Leben interdependent sind, ja, dass die stetig parallel zueinander bestehen. Und dass, wenn wir den Gedanken unserer Sterblichkeit mal an uns rankommen lassen, dass das unser Leben tatsächlich sogar bereichern kann. Und umgekehrt auch, dass ein gutes Leben zu führen, einen auch eines Tages wird gut gehen lassen können, gut sterben lassen können. Ja, natürlich kann man sich die Frage stellen, wovor haben die Leute denn eigentlich jetzt Angst? Und da gibt es verschiedene Arten von Angst. Angst davor, so was kommt nach dem Tod, wenn Menschen ein zum Beispiel religiöses Bild haben, meinetwegen den strafenden christlichen Gott mit Hölle und Fegefeuer, da kann man schon Schiss haben vor. Aber viel häufiger ist auch die Angst vor dem Sterbeprozess, also gar nicht so sehr die Angst vor dem Tod an sich, sondern die Angst vor einem qualvollen Sterben. Für manche ist es aber auch die Angst vor dem Nichtsein. Also die Idee von, dann bin ich weg, ja, dann war's das, ich bin futsch und das darf doch gar nicht wahr sein. Wie kann ich damit klarkommen, dass ich irgendwann einfach nicht mehr da bin? Genau damit hat der Heidegger sich auch befasst, dieser Philosoph, von dem vorhin schon die Rede war. Heideggers Texte übrigens, sie sind praktisch unlesbar. Sie können sich mal ein Heidegger-Buch aus der Bibliothek ausleihen und versuchen es zu lesen, es ist furchtbar. Ich habe jetzt hier einen Satz rauszitiert, der ist schon schlimm genug, aber der ist so einigermaßen auch verständlich, so ein Teilsatz. Alltägliches Sein zum Tode, das als Verfallendes eine ständige Flucht vor ihm ist. Also da kreist da das ein, wie eine ganz ungünstige Art und Weise des Umgangs mit Tod und Sterben aussehen könnte, nämlich, dass man sein Leben so lebt, dass man ständig auf der Flucht vor der Sterblichkeit ist, also ständig gehetzt ist und die Sterblichkeit im Rücken spürt, aber lieber nicht hinguckt, sondern vor ihr wegrennt, ja, und damit im schlimmsten Fall vor seinem ganzen Leben wegrennt. Dazu passt auch, dass Tod bei vielen wirklich so tabuisiert ist. Ja? Betrifft die anderen, es betrifft nicht mich. Ich verdränge es, so, ich kann alles noch später machen und ja, da sehe ich jemanden an Lungenkrebs sterben, aber das ist doch für mich nicht relevant und so. Das alles können negative Auswirkungen sein. Und daraus resultiert auch an vielen Stellen, dass über Tod und Sterben nicht gesprochen werden darf. In der Therapie, in der Beratung ist das aber so unerwünscht. Das heißt, unsere Zimmer, in denen wir mit unseren Klientinnen und Klienten sprechen, sind tabufreie Räume, in denen darf jedes Thema auf den Tisch. Ich habe hier ein paar Hinweise zusammengesammelt, die hilfreich sein können dabei, wenn man mit Tod und Sterben umzugehen hat. Und besonders wichtig ist mir hierbei eigentlich hier diese Grundhaltung, die Irvin Yalom in diesem ersten Teil hier verkörpert, in der man nämlich deutlich macht, dass beim Umgang mit Sterbenden das Aufrechterhalten einer professionellen therapeutischen Rolle besonders schwierig sein kann, besonders hinderlich, besonders unnütz sein kann. Dass quasi eine Art Abwehr ist, die wirklich Beziehungen verhindert und dadurch dann auch den Beratenden nutzlos und wirkungslos macht.
Ich finde das sehr nachdenklich stimmend, was hier in diesem Zitat gesagt ist. So, wenn ich meinen Blick auf die existenziellen Tatsachen des Lebens fixiere, nehme ich keine klare Grenze zwischen meinen Patienten, den Leidenden und mir selbst, dem Heilenden, wahr. Von Tod und Sterben sind wir alle völlig gleichermaßen betroffen. In irgendeiner anderen Stelle, in einem anderen Buch, sagt er, im Grunde genommen in Bezug auf diese ganzen existenziellen Themen, da sitzen Therapeutin und Patientin im gleichen Boot. Und sie tappen beide gleichermaßen im Dunkeln bei dieser Suche danach, wie geht man jetzt damit um. Der einzige Unterschied in diesem gemeinsamen Tappen im Dunkeln ist der, dass die Therapeutin weniger Angst hat. Das ist das, was unser Auftrag ist, dass wir uns nicht in Abwehrstrategien flüchten, sondern ehrlich in Beziehung sind, dass wir uns auch selbst öffnen, gegebenenfalls Ratlosigkeit, Betroffenheit auch bekunden und ehrlich menschlich mitschwingen. Das ist das, was hier ganz zentral im Mittelpunkt steht. Ja, wie am Anfang schon angedeutet, als es um die Lebenskunst ging, sind natürlich die Glaubenssätze und Werte unserer Klientin das, worum es im Zentrum erstmal geht. Das müssen wir herausfinden. Da sind auch nochmal diese beiden Stichworte genannt, Konstruktivismus und Objektivismus, die ich vorhin schon mal kurz angesprochen hatte. Das müssen Sie wissen, bevor Sie mit Ihren Leuten weiterarbeiten können. Wie sind die denn drauf? Und Sie müssen auch sich selbst natürlich hier kritisch hinterfragen. Wie bin ich denn drauf? Was halte ich denn davon? Wie ist mein Glaubenssystem? Ist es einigermaßen kompatibel? Oder wenn es nicht kompatibel ist, kann ich es für mich behalten? Bin ich frei von irgendwelchen Bekehrungsfantasien oder so? Ja, all das sind spannende Fragen, die Sie sich stellen müssen. Und es gibt eine große Fülle an Ideen, die man natürlich haben kann, die hier bei Tod und Sterben hilfreich sind. Ich will davon jetzt nur ein paar beschreiben, damit Sie eine Idee bekommen, wie die Auseinandersetzung hierzu aussehen kann. Und eine der radikalsten Fragen, wenn wir uns dieser Frage widmen, was ist denn vom Tod so zu halten, ist natürlich, dass wir uns mal mit der Gegenfrage beschäftigen. Wie wäre es denn, ewig zu leben? Sie können mal in Nietzsches Fröhliche Wissenschaften reinschauen, wenn Sie einen sehr, sehr lesbaren Philosophen zu dem Thema lesen wollen. Nietzsche auch keine einfache Figur, aber jedenfalls im Schriftentum um ein Vielfaches erfreulicher als Heidegger. Der setzt sich in seiner Fröhlichen Wissenschaft damit aktiv auseinander. Es gibt aber natürlich auch noch andere leichter zugängliche Quellen. Vielleicht haben manche von Ihnen den Film gesehen mit Bill Murray und Täglich grüßt das Murmeltier. In dem Film wacht Bill Murray jeden Morgen auf und derselbe Tag wiederholt sich immer und immer und immer wieder. Also theoretisch ein unendlich langes Leben, aber immer der genau gleiche Tag. Und das ist eine hochspannende Frage. Wie wäre es, wenn wir wirklich nicht sterben würden, wenn unser Leben immer weitergehen würde? Und was hier dieses Täglich grüßt das Murmeltier als Antwort darauf gibt, ist, es würde wahrscheinlich grauenerregend langweilig werden irgendwann. Ja, für ein paar hundert, vielleicht sogar für ein paar tausend Jahre wäre es vielleicht prima. Wer weiß. Ist schwer zu sagen, wir können uns das ja nicht wirklich vorstellen. Aber ein ewiges Leben, also ein Leben, aus dem wir den Tod verbannen, dauert also ewig, ist unendlich lang. Und in einem unendlich langen Leben wird sich notwendigerweise alles wiederholen. Und nicht nur einmal wiederholen, sondern unendlich oft wiederholen. Und alle von Ihnen, die Wiederholungen kennengelernt haben, werden sich schnell damit in Kontakt bringen können, wie grauenhaft das sein könnte. Wenn Sie dem Gedanken weiter folgen, wenn Sie das mit ein paar weiteren Spielchen, wie zum Beispiel hier diese 5-Jahres-Zeitschleife, die alleine können Sie mal machen, ja, so die letzten 5 Jahre Ihres Lebens. Jetzt macht es Bumm und die wiederholen sich nochmal. Auch wenn die letzten 5 Jahre Ihres Lebens prima waren, werden Sie wahrscheinlich schnell erkennen, oh, jetzt aber genau dasselbe nochmal, das wäre schon ätzend. Sogar wenn Sie sich eine ganz tolle Zeit aussuchen, nur die letzten drei, nehmen wir an, Sie waren die letzten 3 Wochen in Urlaub. Waren Sie alle jetzt gerade nicht, weil wir dürfen alle gerade nicht in Urlaub fahren, aber nehmen wir mal an, es wäre so. Und Sie hätten dann wirklich prima Urlaub gehabt. Jetzt stellen Sie sich vor, der wiederholt sich nochmal.
Die ersten 5 Mal wäre es wahrscheinlich immer noch toll. Aber wenn sich Ihr 3 Wochen Urlaub zum 10. Mal oder so wiederholt, irgendwann haben Sie die Schnauze total gestrichen voll davon und können das Meer einfach nicht mehr sehen. Machen Sie mal ein paar Gedankenspiele hierzu und Sie werden wahrscheinlich schnell herausfinden, dass sich hier ganz schön viele Fußangeln verbergen und plötzlich deutlich wird, auf der einen Seite vernichtet uns der Tod zwar, ja, auf der anderen Seite gibt er uns aber auch was, was wir nicht hätten, wenn wir ewig leben würden. Es ist auch noch eine andere leichte Analogie dazu herstellbar. Wenn Sie mal in Ihr Leben reinschauen und sich überlegen, was für Sie kostbar ist, dann sind es fast immer die seltenen oder schwer zu kriegenden Sachen. Diamanten sind für Sie kostbarer als Kieselsteine. Warum? Weil Diamanten viel seltener sind. Und weil sie viel seltener sind, kosten sie viel mehr Geld. Es gibt keinen anderen vernünftigen Grund, warum man Diamanten in eine Kette reinbaut und schön findet als Kieselsteine. So sind wir Menschen gebaut. Was selten ist, ist wertvoll. Und was im Überfluss vorhanden ist, ist nicht wertvoll. Manchmal verändert sich das dann. Vor 50 Jahren oder sagen wir besser vor 70 Jahren hat Umweltschutz noch keine Rolle gespielt. Saubere Luft war im Überfluss vorhanden. Das sieht heute anders aus. Vor 70 Jahren haben die Leute sich keine Gedanken darum gemacht. Und für uns heute ist das das Top-Thema Nummer 1. Auch an solchen Vergleichen können Sie leicht erkennen, dass hier tatsächlich eine tiefe Weisheit verborgen liegt und über Seltenheit für uns ganz viel passiert und der Tod, der reduziert unsere Ressource Leben logischerweise auf ein seltenes Gut und dadurch wird es für uns wertvoll. Weitere spannende Fragen, die man sich stellen kann, so die Frage, was bleibt von mir? Für manche Menschen ist es eine tröstliche Vorstellung zu wissen, dass oder sich klar zu machen, dass von ihnen etwas auch dann übrig bleiben wird, wenn sie gestorben sind. Zum Beispiel nehmen wir mal an, ich hoffe ja, dass es so ist, dass Sie, während Sie diese Vorlesung jetzt hören, dass das in Ihnen irgendwas bewegt, dass Sie irgendwas Neues hören, dass es für Sie irgendeinen Nutzen hat, dass es Sie bereichert. Und selbst wenn ich jetzt kurz nachdem die Vorlesung fertig ist und hochgeladen ist, das muss ich noch schaffen, aber selbst wenn ich dann sterben sollte, dann wird dieser Effekt, den ich damit auf Sie gehabt habe, der wird mich überdauern. Und für manche ist das tröstlich zu wissen, dass da etwas von ihnen übrig bleibt und sie überdauert. Für manche nicht. Ja, manche sagen dann, ja toll, was habe ich denn davon, wenn da jetzt zwar was von mir übrig bleibt, aber ich bin ja nicht mehr da, um es mitzukriegen. Kann mir doch dann völlig scheißegal sein. Das stimmt, ja, das kann man auch so sehen. Das ist auch wichtig, sich klarzumachen, dass es hier keine Beweiskraft gibt. Ja. All diese Gedankenspiele, mit denen ich mich hier gerade mit Ihnen befasse, die sind interessant, aber die sind nicht beweiskräftig im Sinne von, danach muss man auf jeden Fall easygoing-mäßig unterwegs sein mit dem Tod. Ja, und so können Sie auch mit den weiteren Ideen umgehen. Ich möchte jetzt wirklich zum Ende kommen, weil es jetzt schon ganz schön lange gedauert hat. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das vermitteln, dass die Auseinandersetzung mit Tod und Sterben wirklich sehr, sehr wichtig und wesentlich sein kann, auch sehr hilfreich sein kann, dass es aber ein extrem anspruchsvolles Thema ist. Ich habe hier noch 2 Bücher eingebaut. Zu der Last Lecture haben Sie ja auch einen Link im Kurs. Kann ich auch nur wärmstens empfehlen, sich das anzuschauen. Und hier auf der linken Seite von Mitch Albom, Dienstags bei Maury, ist eines meiner überhaupt aller Lieblingsbücher of all time. Davon können Sie einfach mal 10 Stück bestellen, eins für sich selber, 9 zum Verschenken. Ich garantiere Ihnen, das klappt. Und Sie werden Leute finden, denen das Buch gefällt. Und es wird auch Ihnen selber so gehen, dass Sie das bereichernd erleben. Ich will dazu gar nichts weiter sagen. Verschaffen Sie sich das selber, googeln Sie es mal, schauen Sie sich an, worum es da geht. Es ist, glaube ich, wirklich ein guter Tipp, sich das anzuschauen. Ja, und das war's für hier und jetzt. Es geht halt dann jetzt noch mit Sinn und allem Weiteren weiter, aber das würde viel zu anstrengend jetzt sein, für uns alle da dran zu bleiben. Lesen Sie den Rest so durch in Häppchen, wie es für Sie passt, und gehen Sie dann mit den Fragen, die Ihnen entstehen, ins Diskussionsforum. Ich freue mich schon darauf, mit Ihnen über diese Themen dann da noch weiter zu sprechen.